Ja, servus bei Hashtag Frag den Braumeister. Mein Name ist Andreas Hopf, Braumeister in Langbräu. Wir sind jetzt hier in unserem untergärigen Bierkeller und beginnen jetzt hier die Hauptgärung. Wir haben hier ein frisches Sud reinbekommen. Würze ist gekühlt worden, jetzt mit Hefe übersetzt worden. Und wir kombinieren jetzt mal hier den Gärverlauf, indem wir einfach mal schauen, wie trüb die Würze ist. Ab sofort ist es auch offiziell Jungbier. Wir haben hier eine schöne Hefezellzahl, die jetzt beginnen wird, den vorliegenden Extrakt bzw. Zucker in der Würze zu vergären. Die alkoholische Gärung findet jetzt statt. Maßgeblich Alkohol und CO2 entsteht hier und das läuft in ca. 10 Tagen ab. Und wir werden jetzt den Extraktverlauf kontrollieren und die Typen kontrollieren und dementsprechend mit der Temperatur des Jungbier steuern, dass der Gärverlauf abläuft und danach sehen wir uns im Lager.